Herzlich willkommen, liebe Community, zu einem neuen Video bei Prepare and Hope. Sie wissen ja, Prepare and Hope steht für Rechne mit dem Schlimmsten und hoffe auf das Beste oder noch präziser, wir versuchen eine gute Lagebeurteilung zu machen für uns und für Sie, damit Sie wissen, was auf Sie zukommen kann. Und ganz wichtig, weil wir heute wieder mit Dustin über finanzielle Dinge sprechen, damit Sie entsprechend frühzeitig Weichen stellen können. Und wir hatten vor 2, 3 Wochen, hatte ich eine Mailing-Aktion gemacht, weil da gab es eine Warnmeldung, dass der, und jetzt muss ich es vorlesen, der Secured Overnight Financing Rate, kurz SOFR, hat einen aktuellen Höchststand erreicht, den er noch nie hatte. Und es hieß, das könnte bedeuten, dass die Banken dadurch zahlungsunfähig werden und dann auch natürlich das liebe Geld, was sie auf der Bank liegen haben, weg sein könnte. Und da habe ich mir gedacht, das ist wieder ein gutes Thema, um mit dem Dustin drüber zu sprechen. Das ist ja hier bei uns auf dem Kanal der Finanzexperte oder einer der Finanzexperten. Dustin, erstmal schön, dass du dir die Zeit nimmst, unseren Zuschauern diese ganze Sache mal etwas genauer zu erklären. Ja, gerne, Robert. Und du hast ja schon angesprochen, mittlerweile haben wir ja einen Expertenkreis hier bei uns auf dem Kanal, ne, wo wir ja halt auch über die Clearingstelle in einem vorangehenden Video gesprochen haben. Und ja, heute komme ich mal zu dem SOFR-Thema zu Wort und stehe euch hier gerne Rede und Antwort zu dem Sachverhalt. Genau. Ja, fangen wir doch mal direkt damit an. Also es gibt YouTube-Kanäle, die haben damit einen riesen Aufriss gemacht. Das wäre also sozusagen jetzt tatsächlich der Untergang des Finanzsystems. Wie schätzt du das Ganze denn jetzt ein? Ja, also zunächst mal ist es absolut richtig, dass man darauf hinweist. Also kurz zu dem Indikator, ohne jetzt so tief einzusteigen und möglichst einfach in der Erklärung zu bleiben. Es handelt sich dabei um einen Indikator, der zeigt, inwiefern die Banken sich gegenseitig Geld leihen können, wie hoch die Kosten dafür sind. Und wenn jetzt die Kosten ganz stark in die Höhe springen, dann ist das natürlich, also die Zinssätze, die kurzfristigen, dann ist das natürlich ein Indikator dafür, dass irgendwo in dem Bankensystem der Geldfluss nicht funktioniert, dass es beispielsweise eine halt sehr hohe Nachfrage nach Kapital gibt und dementsprechend steigen die Kosten, also sprich der Zins des Kapitals an. Und dementsprechend ist das absolut richtig, dass man darauf hinweist. Nur, das ist ungefähr so, Robert, wenn man es vielleicht auf den Menschen überträgt. Jetzt hat jemand ein Fieberthermometer und die Temperatur steigt an. Ja, das kann jetzt natürlich der Temperaturanstieg, das kann Schnupfen, das kann eine Grippe sein, das kann aber auch irgendwie eine tödliche Krankheit, der Anfang von einer tödlichen Krankheit sein. Und genauso muss man mit diesen Indikatoren umgehen. Also das besprechen wir jetzt gleich im Detail. Es wäre halt natürlich falsch gewesen, halt direkt komplett Panik zu bekommen, nur weil der Sofa mal ansteigt. Okay, jetzt hatte ich geschrieben, dass eben dieser SOFR globale Auswirkungen haben könnte und dass das eben sozusagen so ein Bankenzusammenbruch als Dominoeffekt nach sich ziehen könnte. Ist das denn wirklich so dramatisch? Also und genau, um das zu beurteilen, ist es auch ähnlich jetzt wieder, wenn wir bei dem Beispiel von dem menschlichen Körper bleiben. Man würde dann halt, wenn man Fieber hat und es nicht weggeht, würde man Blutuntersuchungen machen, weitere Untersuchungen und genauso ist es auch in der Finanzbranche. Also wir haben einen Indikator, der hat ein besorgniserregendes Niveau erreicht. Dann müssen, und das ist jetzt im Prinzip von den Kapitalmärkten, man sagt immer der Kapitalmarkt oder die Börse und der Begriff ist genau genommen auch falsch, weil das sind alles verschiedene Märkte, Rohstoffmärkte, an denen halt beispielsweise dann halt Lebend, Rind, Getreide, Gold, Silber, Kupfer gehandelt wird. Die Aktienmärkte, da geht es um Unternehmensanteile. In dem Fall beim SOFR reden wir halt von dem Kapitalmarkt für die Banken und für die Derivate, also die Finanzierungskosten, die Kosten des Kapitals. So, und auf dem Markt ist jetzt gerade eine Verwerfung. Und um jetzt genau festzulegen, ob das jetzt schon ein besorgniserregendes Niveau ist, muss man sich alle anderen Märkte ansehen, weil ein großer Crash auch per Definition ist ja halt auch nur eine Schieflage, die dazu führt, dass alle anderen Märkte mit in die Leidenschaft gezogen werden. Bis hin später zum Arbeitsmarkt, wo die Leute dann ihren Job verlieren. Und im allerersten Schritt schaut man sich mal an, okay, wie sehen denn die ganzen anderen Indikatoren für das Investieren und Leihen von Kapital aus?
Und wir hatten dann zum Beispiel den Head Spread, ist halt auch ein Risikomaß bei den Banken, die Volatilität am Aktienmarkt. Also wenn man da mal Kannst du Schiffer. das mal ein bisschen genauer erklären, was das bedeutet, Volatilität am Aktienmarkt? Ich denke, das sind die Ah Schwankungen. ja, genau, das macht Sinn. Also sagen wir mal, wir schauen dann uns noch einen weiteren Indikator an im Bankenmarkt, das ist beispielsweise der Ted Spread. Der war nicht besorgniserregend. Also das ist ein weiterer Indikator, ähnlich wie der Sofa. Das deutet noch nicht darauf hin, dass die Banken Probleme kriegen. Dann schauen wir mal etwas weiter. Etablierte Firmen wie Nike, Nestle, die finanzieren sich auch mit Krediten am Markt, am Anleihemarkt. Und da gibt es so den sogenannten Investment Grade Spread. Das ist im Prinzip die Kredit, wenn Unternehmen mit einer guten Zahlungsfähigkeit sich einen Kredit aufnehmen wollen, die sind auf diesem Investment Grade Markt. Und da waren auch die Zinsdifferenzen, also zwischen den, also die Zinsdifferenzen auf dem Markt, die Risikoaufschläge, die waren da auch nicht so stark. Also da haben wir im Prinzip, okay, zwei weitere Kreditmarktindikatoren, die soweit noch relativ in Ordnung waren. Und dann gibt es im nächsten Schritt, gibt es auch Firmen, die halt nicht so profitabel sind und die auch eher mit den Umsätzen kämpfen und dementsprechend schon eine schlechte Finanzlage haben. Die finanzieren sich auf dem sogenannten High-Yield-Markt. Und das ist natürlich einer der ersten, die auch bei einem Bankenstress absaufen, weil sie keine weiteren Kredite von Banken und Investoren mehr bekommen. Und da ist es so, dass die Zinsen auch nicht signifikant angestiegen sind. Also wir haben quasi isoliert in einem Teil des Bankensystems einen Indikator, der darauf hinweist, dass etwas nicht funktioniert, was die Versorgung mit Geld anbetrifft bei den Banken. Aber all die anderen Teile des Kreditmarktes, wo sich die robusten Unternehmen, die hochverschuldeten Unternehmen aufhalten und auch andere Teile im Bankensystem, die haben noch keinen Stress gezeigt. Das heißt ja jetzt nicht, dass das morgen oder eine Stunde passieren kann, ne? Also erste Analyse, was macht denn der gesamte Kreditmarkt? Und der war noch relativ ruhig. Dann schauen wir, was machen denn die anderen Märkte? Also gehen wir mal auf den Währungsmarkt. In der Regel, wenn es Zahlungsschwierigkeiten gibt weltweit, dann steigt der US-Dollar an, weil sehr, sehr viele Schulden in US-Dollar bezahlt werden. Und deswegen versuchen dann die Marktteilnehmer an US-Dollar zu kommen, indem sie ihre Aktien verkaufen, Immobilien verkaufen, indem sie halt zu Geld machen können, was sie zu Geld machen können, um ihre US-Dollar-Schulden zu begleichen. Also wir haben, die Kreditmärkte waren in Summe noch relativ ruhig, der US-Dollar bewegt sich seitwärts und dann gucken wir auf die anderen Märkte. Was machen denn Rohstoffmärkte? Ganz zyklischer Rohstoff ist zum Beispiel Kupfer. Also bei Kupfer haben wir ja die Situation, wenn wir halt jetzt mehr in die Infrastruktur investieren und auch mit der Digitalisierung, ohne Kupfer funktioniert nichts. Also wenn die Weltwirtschaft komplett am Einbrechen ist und die Nachfrage in der Bauindustrie, bei den Infrastrukturunternehmen nachfragt und so weiter und so fort, dann bricht normalerweise auch der Kupferpreis ein. Also wir haben dann, man schaut jetzt nicht nur nach Kupfer, also das sind alles mal ein paar Beispiele. Als Wertpapierhändler schaut man sich da ganz, ganz viele Indikatoren an, aber das soll jetzt mal dienen, um vielleicht auch als einfacher Test für Sie, liebe Zuschauer, dass wenn Sie so Horrornachrichten lesen, dann können Sie mal auch schrittweise durchgehen, was machen die Kreditmärkte, wie sieht es bei den Währungen aus, was macht der US-Dollar, dann richtet man den Blick zu den Rohstoffen, jetzt sind wir gerade bei Kupfer. Und der Kupferpreis ist jetzt nicht massiv eingebrochen. Erdölpreis ist auch ganz stabil geblieben. Und wenn man jetzt auf den ersten Blick auf Stress hindeuten möchte, dann sind es halt Gold und Silber, ne? Aber bei Gold und Silber haben wir halt eine strukturelle Thematik. Die wollen ja auch wieder die Zinsen senken und vielleicht wird auch die Geldmenge weiter ausgeweitet. Dann haben Das wir noch die denn geopolitischen Risiken, ja. eine kurze Zwischenfrage zu Gold und Silber. Ich kann das nicht beurteilen, aber ist es nicht so, dass gerade auch der Goldpreis massivst beeinflusst wird, um ihn in irgendeine Richtung zu steuern, sodass der vielleicht als Indikator gar nicht so wirklich taugt? Ja, also die Märkte werden ja grundsätzlich alle beeinflusst, mehr oder weniger. Also, wenn bei den grundsätzlich an den Börsen die Geldmenge wird ja nicht frei gebildet an irgendeinem Markt. Wir haben ja zentrale Institutionen,
Angeblich machen die das unabhängig, kann man sich für sich dann entscheiden, ob das tatsächlich der Fall ist. Auf alle Fälle ist es halt so, dass halt über die Zentralbanken wird ja halt die Geldmenge gelenkt und die hatten halt einen großen Einfluss. Nehmen wir mal halt die Immobilienmärkte, die dann massiv angestiegen sind. Das war ja jetzt nicht nur alles Wohnungsmangel und Notstand. Ich meine, wenn man dann halt auch noch massiv so eine Geldmenge, die Geldmenge so stark ausweitet und Kredite günstig macht und dann quasi jeden Investor mit einem günstigen Kredit bewaffnet, ist ja klar, dass dann halt die Vermögenspreise steigen. Also es ist eine gewisse. Einen gewissen Eingriff von großen Institutionen gibt es an jedem Markt. Wie siehst du Also. denn das Thema auf den Immobilienmärkten, was das Thema der Home-Arbeitsplätze angeht und der dadurch frei werdenden Gewerbeimmobilien oder Büroimmobilien? Ja, das ist genau so ein Thema. Also wir waren ja jetzt gerade bei unseren Analysen halt auch bei den Rohstoffen und zunächst bei den Kreditmärkten, auch bei den Yield Spreads. Ne? Das ist nämlich auch ein Punkt, auf den man dann halt schauen muss, wenn man die Daten hat und sieht, wie stark die Kreditausfälle jetzt steigen. Bei den Gewerbeimmobilien. Das ist was, wo man halt auch einen Blick drauf haben kann. Aber auch zu diesem Stressthema. Zum Beispiel die Kreditkartengesellschaften, da haben sich Ausfallraten in den letzten Tagen halt etwas gebessert, ne? Also es gab auch eine Besserung von den Ausfallraten. Deswegen ist das Thema, wir haben den Sofa, der poppt hoch. Dann haben wir der Rest der Kreditmärkte ist sehr ruhig, der US-Dollar ist ruhig, Kupfer ist in Ordnung, Erdöl und Gas ist soweit in Ordnung, eine Reihe von anderen Rohstoffen ist auch in Ordnung. Dann, wenn man bei dem Kreditmarkt, hast du vollkommen recht, du hast das jetzt angesprochen mit den Immobilienkrediten. Klar, da sind immer überall viele tickende Zeitbomben an den Märkten und in der Wirtschaft, aber das ist halt immer der Fall. Und nur weil jetzt ein Teil des Marktes komplett absäuft, nehmen wir mal auch letztes Jahr 2023, da wurde ja auch um die US-Bankenkrise halt ein Riesenhype gemacht. Man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass so ein totaler Absturz eigentlich nur in einem perfekten Sturm entstehen kann. Also wir haben immer tickende Zeitbomben, ohne Frage. Also die geopolitischen Risiken aktuell, Sachen wie jetzt halt mit den Immobilienkrediten. Aber um da mal ein Beispiel zu bringen. Die Marktteilnehmer können sich auch mit Instrumenten gegen solche Risiken absichern. Sowohl die Banken als auch kleinere Händler wie ich. Und wenn die das kommen sehen und sich rechtzeitig absichern, dann passiert da in der Regel nicht so viel. Dann ist es eher so eine isolierter Abschwung, der eine bestimmte Branche betrifft. Das setzt aber voraus, und da sind wir bei dem Video, liebe Zuschauer, was wir vor ein paar Tagen gemacht haben mit dem Andreas Lambrou und dem Matthias. Die Clearingstellen müssen in dem Fall natürlich funktionieren, ne? Wenn die versagen, dann hätten wir halt einen systemischen Kollaps. Also da müssen, ähnlich wie auch bei Flugzeugabstürzen, da müssen ganz viele Faktoren zusammenkommen, ne? Technisches Versagen, menschliches Versagen und so weiter. Ja, also es ist ganz spannend und vor allen Dingen doch ein gewisses Maß an Beruhigung, dass du sagst, also es sind nicht alle Indikatoren auf Sturm, sondern es war halt nur einer. Und das ist ja auch, liebe Zuschauer, was wir hier machen wollen. Wir wollen einfach nur sachlich informieren und eben keine Panik oder Angst erzeugen, sondern im Grunde selbst verstehen, was vorgeht und dann Ihnen auch mitteilen, was unsere Einschätzungen sind. Und deshalb, Dustin, vielen Dank für diese Einschätzung. Aber schauen wir jetzt mal bis zum Ende des Jahres, wo ich momentan ziemliche Sorge habe, ist die Tatsache, dass ja Ende des Jahres die Pipeline, die durch die Ukraine führt, geschlossen wird. Also es gibt ja keinerlei Verhandlungen, dass dort weiteres Gas durch die Ukraine aus Russland nach Europa fließt. Wir wissen auch, dass große Mengen LNG nach Europa auf indirektem Wege über Russland kommen. Und wenn wir uns anschauen, dass der Konflikt in der Ukraine ja momentan nicht zu beenden zu sein scheint, sondern dass das auch immer weiter eskaliert, wenn man die Waffenlieferungen sieht. Wie würdest du das einschätzen mit der Schließung dieser Pipeline? Denn dann sind wir ja tatsächlich im Energiemarkt wieder drin. Und noch wichtiger, ab wann würdest du sagen, muss man sich diese Indikatoren da genauer anschauen? Ich hätte jetzt mal gesagt, wenn es anfängt, kalt zu werden. Wie sieht's aus, Dustin?
Ja, also was halt grundsätzlich der Sachverhalt beim Investieren ist, und das ist auch das, was uns für die Krisenvorsorge hilft, diese öffentlich zugänglichen Marktdaten über alle Märkte. Ich bin immer wieder beeindruckt, dass wenn man die Märkte in ihrer Gesamtheit betrachtet, wie effizient die in Summe sind. Weil man sagt ja immer gerne, Börsencrash sieht niemand kommen und so. Ja, die Aktieninvestoren an der Börse, die sehen es nicht. Aber in der Regel, wenn man die anderen Märkte beobachtet, kündigt sich's an. Also auch wie der Erdölpreis komplett abgeschmiert ist, bevor es den Corona-Crash beispielsweise gab. Ne? So, und jetzt hat ja vor ein paar Tagen waren die Märkte relativ ruhig. Und siehe da, jetzt wenige Tage später, die Bankaktien weltweiten Bankaktien sind um 6,84% gestiegen, die kleinen und mittleren Banken um 20% und die kleinen Boah, Unternehmen, die Wahnsinn. ein sehr guter Indikator sind für die wirtschaftliche Stabilität, die sind halt um 10,71% hochgegangen. Also wenn man sich jetzt auf diese fallenden Kurse spekuliert hätte, nur wegen dem Sofa, das wäre ein Albtraum gewesen, hätte man ganz viel Geld verloren. Krass. Also mal als Beispiel, ich bin immer wieder beeindruckt, wie die Märkte in Summe das doch eigentlich sehen, ob wir jetzt einen Stress haben oder nicht. Aber das ist schon mal ein bisschen beruhigend, dass wir dich haben und dass du uns das dann erklären kannst, denn das ist ja wirklich, also wenn man da jetzt gar nicht so vom Fach ist, extremst schwierig erstmal. Und vielleicht sollten wir jede Woche ein Video machen, Ja, um. also ich beobachte diese Sachen täglich, weil ich habe Ja. früher immer versucht, auf Basis von, sagen wir mal, solchen eher intellektuellen Analysen, wo man halt wirklich geopolitische Lage analysiert und sich ein Bild von der Welt macht. Die Thematik ist, sowohl du und ich als auch andere Leute, wir sind ja nur einzelne, wir werden ja in dem Fall nur einzelne Marktteilnehmer und als Individuen ist es halt schwer, intelligenter zu sein als die Summe an Menschen und Maschinen, die diesen Marktpreis bildet. Natürlich hast du und auch alle Leute vollkommen recht, wenn sie davon reden, dass es eine gewisse Manipulation gibt. Also für mich heißt Manipulation vielmehr, ist es ein neutralerer Begriff in der Hinsicht, dass halt jemand, der sehr viel Einfluss und Kapital hat, natürlich den Preis stärker bewegen kann wie jemand, der weniger Geld hat. Aber Ne? das ist ja überall so, ne? Ja, das ist im Fußballstadion können die reicheren Leute bessere Sitzplätze kriegen als die, die halt weniger Geld haben. Also das ist so, das ist im Prinzip also ich mache gerade. Also ich bin ein sehr großer Anhänger von der freien Marktwirtschaft, weil diese freie Preisbildung eine unheimlich effiziente, tolle Art ist, Informationen zu verarbeiten und Missstände halt aufzuzeigen. Also wenn jetzt beispielsweise Preise, Nahrungsmittelpreise oder andere Preise sind steigen, dann zeigt es, dass es da ein Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage gibt. Das haben wir ja jetzt mit diesem Sofa bei den Banken auch gehabt. Jetzt ist halt die Frage, ob man halt ein System hat, das das gut findet oder ob man dann probiert, in die andere Richtung zu schauen, ne? Und das Problem ist, viele Leute sind sich halt gar nicht bewusst, dass wir an sehr, sehr vielen Mar in sehr vielen Märkten ja gar keine freie Preisbildung haben. Also wir tun ja auch gerade im Energiemarkt im Prinzip halt nicht die Preisbildung entscheiden lassen, mit welcher Energieform wir zukünftig leben möchten. Also das ist ja kein freier Wettbewerb um die saubersten und sinnvollsten Energieressourcen. Nee, das ist, also man kann das ja ganz deutlich sagen, das ist ein politischer Markt, und Ja. politische Entscheidungen, sagen dann, was man nehmen muss oder was man auch bauen darf. Kernkraftwerke wurden bei uns abgeschaltet, Windenergieanlagen dürfen gebaut werden und daraus resultiert dann eben ein Strompreis. So, und diesen Strompreis muss der Verbraucher dann am Ende des Tages schlucken. Und ein anderes Beispiel ist ja auch die Erdöl exportierenden Länder. Ja. Die setzen sich ja auch immer mal wieder zusammen und überlegen, wie viel Erdöl sie, wie sagt man, fördern möchten. So, und daraus resultiert auch ein gewisses Angebot und Angebot hat immer einen Einfluss auf den Preis. Auch hier Genau. ist das kein freier Markt, sondern ein gesteuerter Markt oder wie auch immer man das nennen möchte. Und ja, und das haben wir halt an vielen Stellen, wie du auch schon gesagt hast. Ja, Und was das. genau, und dann noch, um das abzurunden mit den Marktdaten. Was wir aber auf alle Fälle sehen, ist, dass sehr viele Marktteilnehmer sich nicht für aktuell nicht für gravierende Risiken absichern. Also es kann dann schon sein,
dass in ein paar Monaten, wenn wir dann halt so einen externen Schock, also das ist der Begriff, den man verwendet für Ereignisse, die soweit nicht direkt aus dem Markt kommen, sondern eher von außen, sagen wir mal ein geopolitisches Risiko, nehmen wir das Pipeline-Thema, so ein Preisschock, der die Märkte trifft. Ja, wenn der sich auf die Marktteilnehmer trifft, die sich dafür gewappnet haben und damit rechnen oder möglichst noch schnell reagieren können, wie in der US-Bankenkrise letztes Jahr 2023, wo im März halt nochmal die Geldmenge massiv ausgeweitet wurde, dann geht eigentlich das Treiben an den Märkten weiter und wir erleben da keinen Crash. Aber es ist tatsächlich so, dass sehr viele Marktteilnehmer unzureichend für einen externen Schock vorbereitet sind, ne? Und es könnte dann schon jederzeit passieren, dass es da zu einer größeren Krise kommt. Und wenn man dann Kunde eines solchen Marktteilnehmers ist, ist man mit in dem Strudel drin. Ja, genau. Also das ist halt immer das Thema. Also mal sagen wir mal, das adäquate Bild aus meiner Sicht ist, die Märkte laufen ja noch auch überraschend stabil und ich schaue mir die Märkte in ihrer Gesamtheit an, um mir dann ein Bild davon zu machen, ob wir in einer Krise sind. Das ist so ähnlich, wie du auch ja deine Indikatoren für einen Stromausfall hast. Genauso mache ich das halt auch an der Börse und es ist im Prinzip haargenau dasselbe Prinzip, nur die Daten sind etwas anders. Man schaut sich in der Summe halt, du hast ja auch so Indikatoren wie Sonnenstürme und so Sachen. Also es gibt Patch-Anzahl und sowas. Genau, es gibt eine Reihe von Indikatoren, die dazu führen, dass aus rein statistischer Sicht die Wahrscheinlichkeit für ein Risiko, für eine Krise größer ist. Und zum Beispiel an der Börse sind halt sehr, sehr wenige Marktteilnehmer momentan auf eine Krise vorbereitet. Und in anderen Situationen sieht man immer, wenn Zentralbankentscheidungen sind und die Zinssatz wird zum Beispiel demnächst angepasst, da erwartet jeder viel Bewegung und da sichern sich auch die Marktteilnehmer ab. Und dann liest man halt auch immer in der Zeitung wieder, ja, wenn die EZB nächste Woche XY sagt, dann könnte es ein Risiko geben. Also das sind meistens so Sachen, da sind sehr viele Teilnehmer dann doch schon drauf vorbereitet. Und deswegen passiert da oftmals auch nicht so viel. Aber es ist so, dass für gravierende Risiken sind viele nicht abgesichert. Und da wäre dann so ein Schock wie zum Beispiel durch eine mangelnde Energieversorgung mit dem Pipeline-Thema, das könnte extrem gravierend enden. Ja, super, Dustin. Ich denke, damit haben wir das Thema des Soffer auch schön Soffer auch schön abgehandelt. Wie gesagt, wir möchten hier informieren und ich glaube, das haben wir wieder sehr gut getan. Und ich muss sagen, ich bin tatsächlich sehr beeindruckt von deiner Analyse, weil ich hatte nur das Thema mit dem Soffer gelesen und habe gedacht, oh Gott, was kommt da auf uns zu? Und wie du es jetzt erklärt hast, ich finde, das ist auch toll, das kann jeder unserer Zuschauer selber anwenden, weil die Daten sind ja allgemein verfügbar, dass er sich ein paar Indizes ansieht, was passiert denn da? Und wenn da nichts passiert, dann kann man zumindest mal vorsichtig entspannt sein. Genau, aber da gibt es eine Webseite, tradingeconomics.com, frei zugänglich, das können wir vielleicht in die Beschreibung. Warte, ich schreibe mir das gerade dazu, wie heißt das? Tradingeconomics.com. Und da kann man dann halt mal schauen, wie ich es halt eingangs besprochen habe, angesprochen habe, dass man dann halt mal schaut. Erster Schritt im Prinzip, dass man halt mal sieht, was macht der US-Dollar, was machen die Rohstoffe, wie sieht es denn auf dem Anleihemarkt bzw. dem Kreditmarkt aus und dann schaut man auch, was machen die Aktienmärkte, ne? Ganz berühmtes Beispiel, Robert, wenn der DAX zum Beispiel bei uns einbricht und geht ein paar Prozent bergab, aber die Börsen in Indien steigen, in China steigen sie, in Taiwan oder so, an so Tagen, da schreibt dann halt die Zeitung immer was ganz Böses und dann kommen die Crash-Botschaften. Aber eigentlich ist es ein ganz regionales Thema und das Finanzsystem kann nur komplett nach unten gezogen werden, wenn es halt wirklich systemische globale Risiken gibt, ne? Dazu möchte Ansonsten ich noch ist eine es halt, kleine, Dustin, ja. dazu muss ich gerade eine kleine Anmerkung machen, weil ich lese hier gerade oder habe gerade gelesen ein Hörbuch von dem Nassim Taleb. Ja, ganz Und toller er Mann. hat Ja, da super. ein ganz tolles Hörbuch gemacht, das heißt Narren des Zufalls. Ja, habe ich gelesen. Und Ja, das Buch habe ich gelesen. in diesem Buch sagt er ganz klar, wenn man in der Zeitung was liest über Anlage, Ja. also wo da Analysen gemacht werden, wie sich ein Markt entwickelt hat oder wie sich ein Markt entwickeln wird,
Dann kann man das getrost zerknüllen und in den Papierkorb schmeißen, weil das ist heiße Luft. Und er sagt, Genau, das so sieht's entbehrt aus. jeder Grundlage, weil eben die Reporter aufgrund ihrer Informationen gar nicht beurteilen können, was da wirklich ist. Aber sie müssen halt irgendwelche Prosa schreiben und er hat es tatsächlich auch als Prosa bezeichnet, also als reine Erfindung oder Dichtkunst. Und das fand ich schon sehr spannend. Vor allen Dingen hat er hat ganz oft in diesem Buch über über diese Wertpapiermärkte gesprochen, weil das ist ja auch sein Beruf. Und er sagt, da ist längst viel weniger Können und viel mehr Zufall im Spiel, Ja. als dass die Akteure gerne zugeben würden. Ja. Und ich fand das sehr beruhigend. Ja, insofern. Das betrifft nicht nur Leute, die an der Börse Geld verdienen, das betrifft auch oftmals die Chefs von Firmen, ne? Die halt dann immer gerne sagen, weil sie jetzt halt die Firma so toll gelenkt haben, sind die Umsätze gestiegen. Und da hätte Genau. eigentlich in sehr vielen Fällen auch genau so ein Affe oben sitzen können. Die Firma hätte sich so oder so entwickelt, ja. Ja, und was er ja auch sagt, ist, dass ja häufig diese Ja. Statistiken, die dazu gemacht werden, halt eben den Teil weglassen, der eben nicht funktioniert hat, Ja. sodass die Statistik eben eine völlig falsche Aussage gibt. Also wirklich, ich sage es nochmal, Narren des Zufalls von Nassim Nicholas Taleb, Ja, sehr, das sehr ist lesenswertes Buch, also. um das, was man in den Medien hört, ins rechte Licht zu rücken. Ja, also ich meine, meine Gedankengänge, die kommen ja auch nicht von irgendwo her. Also so Leute wie Nassim Taleb sind absolut ganz lehrreiche Quellen für mich, ne? Also das sind die Bücher, an denen ich mich orientiere, und seitdem ich halt mehr und mehr durch vor allem Leute wie den Herrn Taleb halt gelernt habe, eher so aus einer statistischen Sicht die Sachen zu betrachten, entwickelt sich mehr und mehr eine sehr eine Demut, die dazu führt, dass man sagt, naja, was weiß ich eigentlich schon? Eben, wenn in sehr vielen Fällen sind freie Märkte, an denen alle Arten von Teilnehmern die Informationen verarbeiten und in Form von Preisen wieder zeigen, die sind wirklich sehr, sehr hilfreich, ne? Und das sind ja auch die Volkswirtschaften, die da nach diesem Marktprinzip arbeiten, die haben ja auch wohlhabende Gesellschaften hervorgebracht. Aber da wird man ja schon mittlerweile in Deutschland fast nahezu gesteinigt, wenn man sagt, irgendwie marktwirtschaftliche Prinzipien sollten wieder Leistungsgerechtigkeit und Marktwirtschaft sollten einen stärkeren Fokus erhalten. In ihrer Reihenform haben wir die Prinzipien ja nie angewendet. Also das, Nein. und auch alle Crashs, die entstanden sind, da wird immer gerne die Marktwirtschaft für verantwortlich gemacht. Aber wenn man mal ganz genau hinsieht, ist es halt so, wir haben keine rein freien Märkte. An der Börse ist der allererste Anhaltspunkt, ist, dass wir keine freie Bildung oder Fixierung oder eine feste Fixierung der Geldmenge haben. Anhänger von Kryptowährungen und dem Bitcoin werden jetzt direkt zustimmen und sagen, ja, deswegen haben wir ja die Kryptowährung ins Leben gerufen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, denn wenn man wirklich mal den Versuch unternehmen würde, eine reine, sehr freie Wirtschaft und eine ganz freie Gesellschaft anzustreben, dass das doch sehr hilfreich wäre. Aber das ist momentan nicht so im Mode der Gedanke. Nee, leider nicht, aber ja. Wir bleiben jedenfalls am Ball und versuchen einfach unseren Auftrag der Information umzusetzen. Und ja, ich sage dir vielen Dank, dass du der Community dein Wissen übermittelt hast. Und wir werden auch deine E-Mail-Adresse wieder in der Videobeschreibung verlinken. Das heißt, wer sich vom Dustin beraten lassen möchte, das allerdings dann auch Geld kostet, selbstverständlich. Der kann gerne mit dem Dustin Kontakt aufnehmen. Und ich darf schon ankündigen, Anfang August gibt es wieder ein neues Interview mit dem Dustin, mit dem Matthias und mit dem Andreas. Und dann werden wir uns das ganze Thema der Lebensversicherungen vornehmen. Und ich kann schon ankündigen, wer auf Lebensversicherungen setzt, der sollte sich das Video nur im Sitzen ansehen und nicht im Stehen, weil das wird keine gute Kost werden. Aber auch da ist es wieder so, uns geht es nicht darum, Panik zu erzeugen, sondern nach Möglichkeiten zu suchen, das, was möglicherweise nicht so gut ist, in etwas umzuwandeln, was deutlich besser ist oder mehr Sicherheit verspricht. Das ist ja auch der Sinn dieses Kanals. Wir zeigen die Probleme auf, da wo sie sind. Und bieten dann eben auch mit solchen Videos, mit Wissensvermittlung, aber auch mit der CERT Europe Association, wo wir ganz konkret in Krisenbewältigung ausbilden, Lösungsansätze, wie Sie besser mit diesen Zeiten umgehen können.
Dustin, lieben vielen Dank und Gerne, Robert. schöne Restwoche. Ebenso.